Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut. Ja, heute kommt Part 5 meines Hellboy-Projektes. Jetzt ist gerade das Licht ausgegangen vom Aquarium. Ich drucke mir einen 1:4 Hellboy. So heißt das Projekt und wir sind jetzt bei Part 5 angelangt. Ihr seht jetzt schon links von mir, rechts von euch, links von mir diesen wunderschönen Hellboy im Maßstab 1:4 mit einer Katze und das Ganze ist jetzt schon fertig. Fertig geklebt, fertig grundiert, der ist eigentlich komplett fertig zum Bemalen, ja. Ich habe es so gemacht, dass ich jetzt den kompletten Hellboy, alle Anbauteile, verklebt habe. Ich hätte es lieber gemacht, dass ich einzelne Parts, also den Arm, die Armteile, es sind immer zwei, den Kopf, den Schwanz, die Beine, die Base und so weiter, alles einzeln gepaintet hätte. Das wäre mir lieber gewesen. Allerdings hat es hier so viel Spaltmaß gehabt, tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Man hatte hier tatsächlich mehrere Millimeter. Hier waren es bestimmt zwei, hier auch zwei, eher drei. Und so weiter. Das hätte alles ein bisschen doof, wäre alles ein bisschen doof gewesen, das einzeln zu painten, zusammenzukleben, dann noch kaschieren oder ich musste hier zwei Komponenten Kleber benutzen, zwei Komponenten Knetmasse. Ihr wisst, kennt das vielleicht, ja? Zwei Komponenten Knetmasse, um die Spaltmaße zu bereinigen. Das Ganze muss jetzt noch geschliffen werden, tatsächlich. Also hier, ihr seht es hier, ja? Hier zum Beispiel, auch auf der anderen Seite und hier bei den Beinen, das hier, das muss alles noch geschliffen werden. Es ist jetzt schon knüppelhart, also man kann es anschleifen. Dann werde ich nochmal ganz dünn mit Primer drüber gehen, ja? Und dann kann das Ganze bemalt werden und da freue ich mich wahnsinnig drauf, tatsächlich. Wie gesagt, mir hätte es besser gefallen, die einzelnen Parts zu bemalen. Meine Airbrush-Kabine steht übrigens auch, da wird es noch ein separates Video geben, das mache ich wahrscheinlich am Sonntag oder so, mal schauen. Die Katze ist separat, die ist einzeln und ich bin am Überlegen, in der Größe noch ein paar Katzen zu drucken, um die hier um die Base herum wirken zu lassen, ja, in der Größe. Mal schauen, vielleicht kriege ich da irgendwas hin. Die hier steht auf jeden Fall einzeln, aber die schmiegt sich hier so richtig schön an den Hellboy ran. Das ist mega, das sieht richtig geil aus. Ja, auf jeden Fall ist der Kollege, der das hier alles gemanagt hat und mir auch sehr geholfen hat, der ist hier auf jeden Fall verlinkt, ja. Wie heißt er jetzt? Figure Crafter, genau, Figure Crafter ist hier auf jeden Fall verlinkt, ja. Liebe Grüße an dich. Ich glaube, er kommt aus der Ukraine, ich bin mir nicht sicher, aber liebe Grüße an dich und wir stehen in Kontakt. Er hat das wirklich sehr, sehr geil gemacht und hat mir auch sehr geholfen, auf jeden Fall. Jo, genau, er ist ja auch hier, das kann ich euch ganz kurz zeigen, das werde ich euch jetzt zeigen. Also das hier ist der Hellboy, man kann ihn von der Base nehmen, auf jeden Fall, das geht. Die Base allerdings, die sieht so aus, so sieht sie aus. Und hinten steht dann auch, ja genau, Figure Crafter, das finde ich cool, oh, das ist doch schon mal ein Thumbnail, jawohl. Und das Ganze wird jetzt, ich werde die Base separat, lackieren, ja, die werde ich separat lackieren und auch diesen Kollegen hier werde ich dann teilweise airbrushen und teilweise dann mit dem Pinsel bearbeiten, ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, ganz ehrlich, das wird das, auf was ich mich am meisten freue, obwohl ich sagen muss, dieses Resin-Drucken macht auch wirklich wahnsinnig viel Spaß, das ist so eine richtig geile Manufaktur, ja, da wird gedruckt, nee, hier wird bearbeitet am PC, dann geht es darüber, da wird gedruckt, dann wird gereinigt, dann wird UV bestrahlt, um zu härten, dann wird zusammengebaut und zusammengeklebt, danach wird bemalt und das ist alles da drüben, findet das statt und ich freue, das ist wirklich geil. Warum ich dieses Hobby nicht viel früher für mich entdeckt habe, weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe euch ja gesagt, in jedem Part
von Hellboy. Ich baue mir, druck mir einen Hellboy, werde ich euch ein paar Tipps geben. Ich kann euch jetzt schon mal so viel verraten. Meine Klebetipps, die ich euch gegeben habe, mit zwei Komponenten Kleber, funktionieren einwandfrei. Auch das Natron in Lücken füllen und dann mit Sekundenkleber drüber, das wird steinhart. Das kann ich euch versprechen. Das habe ich nämlich hier auch angewendet, mehrmals. Und das funktioniert einwandfrei. Jetzt geht's noch ans Bemalen. Ja, also jetzt geht's noch ans Bemalen und ich kann euch sagen, ich bin neu im Business. Ich habe zwar meine Ideen und ich habe auch schon meine Vorkenntnisse und ich hole mir immer wieder neue Ideen bei Leuten, die sich damit auskennen, hole ich mir ab. Ich habe zum Beispiel hier, das ist nicht mein Erstlingswerk, das ist so eine Nebenbeiarbeit gewesen, habe ich hier so eine kleine 1:6 Büste vom David von The Lost Boys. Da fehlt es noch an, die Haare müssen noch gebessert werden, die Augen fehlen komplett, die habe ich schon gemalt, ich habe sie wieder übermalt, weil sie mir nicht gefallen haben. Ich habe jetzt die noch in komplett weiß, die werden noch gemacht. Der Hautton, also im Gesicht, muss noch ein bisschen Tiefe bekommen. Mit der Jacke bin ich komplett einverstanden, ist eine richtig geile Lederjacke geworden und so sieht das Ganze aus. Ja, das kann ich euch jetzt schon mal hier zeigen. Das ist mein 1:6 David von The Lost Boys. Wie gesagt, die Haare brauchen noch ein bisschen was. Die sind noch zu 2D und die Jacke gefällt mir schon optimal. Also die bleibt so, die finde ich geil. Gesicht kriegt noch ein bisschen was ab und die Augen müssen noch gemacht werden. Ansonsten bin ich hier absolut zufrieden. Ja, also für so eine kleine 1:6 Büste, da ist noch ein Schriftzug dabei, den habe ich jetzt drüben gelassen. Das war jetzt bloß nur kurz zum Zeigen. Die Jacke finde ich richtig geil geworden. Also da habe ich mir wirklich, finde ich richtig geil. Ist geil geworden, auf jeden Fall. Also die kriegt auf jeden Fall, die Büste kriegt auf jeden Fall noch einige Arbeit ab, ja. Und dann möchte ich noch kurz aufmerksam machen auf den morgigen Tag, auf meinen Livestream. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Livestream mehr gemacht. Ich hoffe, ich bekomme das alles hin. Und zwar werde ich dort diese Büste hier bemalen, ja, mit euch zusammen. Diese Büste, das ist der Clown, der Violator Clown von Spawn. Spawn ist eine Comic-Serie, also davon gibt es Comics von Todd McFarlane und da gab es 1997 eine Verfilmung, ja, und daher stammt dieser Clown, ja, und den möchte ich bemalen und morgen wird den einer von euch, der live dabei ist, gewinnen können. Ich werde den bemalen mit euch zusammen und einer von euch, der morgen dabei ist, der oder die, ja, wird diesen Clown gewinnen können. Ja, der wird dann kostenfrei zu euch gesandt, frisch bemalt und lackiert und unten drunter kriegt dann noch Gumminoppen dran geklatscht, sodass das schön sicher im Regal oder in der Vitrine steht. Der kriegt noch eine Nummer auf jeden Fall, weil das wird die 1 von 3. Also ich behalte nicht die 1, ich behalte nicht die 2. Ihr kriegt die 1, auf jeden Fall. Der Gewinner morgen kriegt auf jeden Fall die Nummer 1. Das ist schon mal, also 1 von 3 auf jeden Fall, ja. 3 Stück werde ich davon machen und die 1 werde ich morgen mit euch zusammen bemalen. Ja, das Ganze wird hier stattfinden. Ich könnte das auch drüben machen, aber da weiß ich nicht, ob die Technik so weit reicht, ja. Und ich möchte da keine Komplikationen haben, nicht mehr als nötig. Und deswegen werde ich das Ganze hier machen. Ich werde mir hier ein kleines Mal-Setup, also ja, Bemal-Setup aufbauen und dann werde ich das hier vor Ort machen. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Jo, den hier wird morgen einer, mein hässliches Gesicht stört, den wird einer von euch nach Hause geschickt bekommen, nachdem er bemalt ist, ja. Okay, ja, da bin ich jetzt auch durch. Das war mein Hellboy. Ich drucke mir ein 1:4 Hellboy Projekt Nummer 5 war das jetzt, ja. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das auch ein riesengroßer, richtig geiler Kollege. Ich bedanke mich bei Figure Crafter. Wir stehen in ständigem Kontakt. Wahrscheinlich wird es da noch eine Kooperation geben. Da
könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da noch was zustande kommt. Und das hier ist auf jeden Fall mal eine richtig geile Action. Ich überlege gerade hier, wie gesagt, habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es nicht, mir ein paar 1 zu 4 Katzen auszudrucken und die alle hier so außen rum stehen zu lassen. Weil das Ganze wird auf jeden Fall in der Vitrine landen und noch mit Hintergrund, Hellboy und ihr wisst Bescheid, 1 zu 4. Das ist doch mal ein mega, mega, mega fettes Teil. Und ich freue mich tatsächlich sehr über dieses fette Teil, ja? Geil, ganz ehrlich, richtig geil. Wird aber auch nicht das letzte sein, weil es hat Spaß gemacht. Jetzt kommt es halt auf die Bemalung an. Da gibt es natürlich Spezialisten unter euch, ja, die das Ganze sehr gut drauf haben. Liebe Grüße gehen hier an den Michael Ludwig, ja, der, wo ich weiß, der hat es mega, mega drauf. Am liebsten würde ich ihm das Teil so, wie es ist, zukommen lassen und er würde da was richtig Geiles draus basteln. Aber ich möchte mich ja selber versuchen. Das ist wirklich so eine Sache. Ich weiß, es wird nicht perfekt. Auch das hier wird nicht perfekt. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Vielleicht leider, vielleicht ist es halt Übungssache. Ich weiß, ich habe eine kreative Ader, ganz tief in mir drin. Ja? Aber das hat noch nicht so viel zu heißen. Das Bemalen ist eine Kunst für sich und ich bin, ja, weiß nicht. Müssen wir abwarten. Ja? Müssen wir abwarten. Ganz speziell habe ich Angst vor Augen. Also das Augenprojekt hier, das wird auch noch ein paar Mal wahrscheinlich überstrichen, bis ich sage, okay, kann man lassen. Und umso kleiner, desto schwieriger. Das ist sehr schwer. Ich glaube, hier werde ich schon ein bisschen mehr was machen können. Man wird sehen. Okay. Dann bin ich mal wieder durch, meine lieben Freunde. Seid bitte sehr, sehr, sehr aktiv im Stream, falls ihr dabei sein möchtet. Morgen, ja, am 6.04.2024 um 18 Uhr geht's los. Und dann sehen wir uns morgen. Der Stream wird eine ganze Weile gehen. Wenn ihr erst 20 Uhr in den Stream kommt oder so, weil ihr gerade irgendwas vorhabt oder ja, das geile Wetter, was es ja sein wird, genießen wollt, genießt das Wetter. Und kommt halt später in den Stream. Der wird auf jeden Fall bis 10 dauern, mindestens. Also macht euch da keine Sorgen. Alles klar, dann bedanke ich mich wieder einmal fürs Zuschauen. Wer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann das gerne nachholen. Abonniert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer lieber Olli Uncut. Ciao!